hat diese zwei super spicy Cup-Ramen gekauft. Nee, muss man nicht mischen. Das muss man nicht mischen. Das so. Gut, schlecht, mittel. Hi, minasan, konnichiwa, Lena des. Kyou wa papa to issho ni douga wo toritai to omoimasu. Naze ka touyou to, kochira no karai kappumen を2つ用意しました。パパは辛いものが大好きです。私は辛いものが苦手なので、今日は私の反応がとても面白くなるかと思います。最後まで見てみてください。Der Taka hat diese zwei super spicy Cup Ramen gekauft. Und deswegen wollen wir jetzt mal, also das Hauptziel ist natürlich zu sehen, ob japanische scharfe Sachen wirklich scharf sind. Auch für dich oder nicht nur für mich. Und das andere natürlich auch, ob das geschmacklich gut ist oder nicht. Links hier, das sind Cup Noodle. Das ist diese ganz, die allerbekannteste Marke. Noodle Cups, wie auch immer. Und da steht dann auch nur jetzt scharfe Nudeln dran. Und das andere kenne ich überhaupt nicht, schaut aber irgendwie so aus, als wäre da Tofu oder sowas drin. Jo. Und jetzt hast du die einfach schon so selber aufgemacht. Normalerweise macht man das nur ein kleines bisschen ab. Tüt da bis zur Füllmenge das Wasser rein und dann kann man das hier mit diesen Dingern hier wieder zumachen, sodass es dann zieht für die Zeit, die da dran steht. 300 Milliliter, 3 Minuten. Aber ja, da warst du jetzt zu schnell. Ja, und das andere 400 war, Milliliter. Ja, das ist für Leute mit viel Hunger. Also das hier ist so die normale Größe. Es gibt dann auch noch welche in Mini-Größe, so groß. Die finde ich eigentlich auch ganz cool, wenn man halt das nur zu irgendwas dazu essen will oder so. Aber das ist ja eine Menge, das schon viel. Ja. Fangen wir mit dem ersten an, weil das dauert ja eh ein paar Minuten hier. Drei. Soll ich stoppen? Ja, stopp mal. wow. Es riecht spicy. Nach Chili. Wie, du riechst es nicht? Ich nehme es von hier. Du musst noch nicht mischen, du darfst jetzt erstmal nur warten. Ah, ja, genau. Also wir müssen erstmal. Nee, muss man nicht mischen. Das muss man nicht mischen. Ist das so? Das muss man nicht mischen. Ziehen? Genau. Deswegen, man muss es einfach nur so stehen lassen. Da merkt man, dass er keine Ahnung hat, wieso es geht. Natürlich. Es gibt Cup-Nudel auch in Deutschland übrigens. Ich weiß. Von der gleichen Marke auch. Okay. Angeblich machen die Rezeptur ein kleines bisschen anders für Europäer. Aber es gibt alle möglichen, also keine Ahnung, Sojasoßengeschmack und Hühnchengeschmack und keine Ahnung. Aber ob es jetzt hier so ganz scharfe gibt, weiß ich nicht. Ich bin ja kein Verfechter von. Und dann hätte ich auch gerne, wenn ich schon sowas esse, dann hätte ich gerne auch ein bisschen Style dazu, weil ich gesagt, ich hätte es jetzt bei mir irgendwo eher in eine Porzellanschale oder sowas. Aber dann ist es nicht convenient, dann musst du ja danach spülen. Ja, das ist wohl wahr, aber... Es macht geschmacklich keinen Unterschied. Aber stylemäßig. Ich weiß nicht, wie viele von den Japanern die Cup-Nudeln essen, die das jemals in irgendwas anderes umfüllen würden. Wenn es irgendjemanden gibt, der das tut, sagt es uns in den Kommentaren. Ja, das will ich auch gerne. Das würdest du auch gerne wissen, ja. Bestimmt nicht. Ah, das riecht echt total scharf. Es ist übrigens, jetzt sind es 2 Minuten, also der Taka zum Beispiel isst seine Nudeln immer, wenn sie noch sehr al dente sind. Nein, muss ich nicht haben. Ich mag meine Nudeln nicht sehr al dente. Ich mag sie so auch normal ein bisschen. Sehr al dente muss sehr nicht sein. Sehr al dente muss nicht sein. Du kannst aber, glaube ich, jetzt langsam umrühren. Und was ist da drin? Also das ist Fleisch und Zwiebeln und Ei vielleicht? Also ich finde, es sieht scharf aus, einfach weil es so rot ist. Ja, aber wahrscheinlich ist es wieder jetzt so heiß, dass man sich wieder die... Auch eine wichtige Sache zu wissen. Die Japaner können ihre Sachen wesentlich heißer essen und trinken. Und zwar, weil sie schlürfen. Weil mit dem Schlürfen kommt ja sehr viel, oder das Ziel des Schlürfens ist da ganz viel Luft mit einzusaugen, dass es natürlich abkühlt, während man sich das reinzieht quasi. Da muss man viel pupsen. Meinst du? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Fleisch, ja. Scharf auch, aber nur so moderat. Moderat scharf für mich, moderat scharf? Aha! Das muss auch passen, wenn der Nudel ist. Mache ich schon sehr gut. Okay. Könnte ich schon auch so essen. Mhm. Und sagt, du erinnerst dich an die Peperoni neulich beim Chili con Carne? Ja. Das war schärfer. Da ist das weit weg von. Okay, ich probiere auch mal. Aber vorsichtig, weil, wie gesagt, also ich kann kein scharfes Zeug essen. Und also das riecht schon scharf. Ist schon für dich wahrscheinlich scharf an der Grenze. Aber es schmeckt sehr gut, also hat einen guten Geschmack. Es schmeckt auch gut, aber es ist nicht so scharf, wie ich dachte. Also vom Geruch her dachte ich irgendwie, das würde sehr viel mehr brennen. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich da das ganze Ding hier esse und die Soße da austrinke, dass mir dann der Mund schon ziemlich brennt. Aber ich muss jetzt hier nicht schreiend was zu trinken holen. Deswegen, also trotzdem, dass, also japanisch scharf ist halt doch nicht so scharf. So schmeckt gut. Ja, genau, jetzt können wir das Schlürfen probieren. Das Problem ist auch, das geht dann immer überall, das spritzt überall ja, hin. Eben. Keine Ahnung, also ich keine Ahnung, wie die Japaner das machen, aber ja. Wollen wir die anderen auch machen, ja? Ja. Gut, dann, also das scheint ja wirklich was ganz anderes zu sein. Da sind irgendwie trockene Tofuwürfel drin und ein bisschen Kohl oder so auch. Scharf? Nicht so wirklich. Seine Eltern essen sehr gerne scharf eigentlich. Er verträgt es halt einfach gar nicht. Also wenn der scharf ist, dann ist es nicht gut. So, wie war das jetzt hier? Muss das dann danach rein oder davor rein? Oder? Also das scheint irgendwie so ein scharfes Öl zu sein und das kommt dann später drauf. Das dürfen wir nicht vergessen. Wahrscheinlich den ganzen Geschmack. Also es scheint ja zu schmecken. Ja, ja. Aber wenn du das alles isst, dann kannst du davon nichts mehr essen. Genau, schmeckt sehr gut. Also. Weil das riecht überhaupt nicht scharf. Mhm. Vielleicht ist das nur das Öl. Mhm. Ich mag, es riecht irgendwie gemüsig, gemüsebrühig. Peinlich. Ja. Aber wenn die Nase läuft. Aber scheint das schmeckt. Das schmeckt echt nicht schlecht. Also wirklich, die. Weil es halt scharf ist, hat es auch was. Schmeckt dann nicht so langweilig. Definitiv nicht so scharf, wie die Farbe das vermuten ist. Weil es ist hochrot, höchstrot. Weißt du nicht jetzt, wie scharf die Japaner so allgemein essen? Aber den meisten Deutschen wäre das auch zu scharf. Ja, den Japanern auch. Also die Japaner und die Deutschen, wir haben eigentlich hier in Deutschland, was schärfen wir schon? Pfeffer? So, aber manchmal Meerrettich. Und das war es fast schon ja, in unserem Essen. Also ich glaube auch, dass man heute eher scharf ist, weil man ja auch eben thailändische Küche und so weiter kennt. Ja, das gibt es in Japan auch, aber ich muss sagen, also das Schärfste, was es in Japan gibt, ist eigentlich koreanisches Essen. Mhm. Koreanisches Essen ist verdammt scharf. Also die Koreaner, die essen so richtig scharf. Aber so das Thai-Food zum Beispiel, in Japan, das ist nicht wirklich scharf. Das nächste, einmal umrühren und dann das Öl drauf tun, würde ich sagen. Die Öl. Oh, willst du es probieren? Aber so viel ist es noch nicht. Ich hab hier doch mal. Ich weiß nicht, dass man es dann nicht ins Auge kriegt. Einmal umrühren, genau, aber es scheint da wirklich nicht so viel Öl dran zu sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so mega scharf ist. Es ist auch bei weitem nicht so rot, wie das da vorne auf dem Bild drauf ist. Wenn es warm wird, wenn es jetzt nicht warm ist, dann wärmer wird es nicht. Mittel.
Auch das schmeckt besser, als es riecht. Also beim Riechen ist irgendwas riecht hier so vor. Ich weiß aber nicht, was es ist. Aber schmecken tut es sehr gut. Bin überrascht. Aber es ist nicht scharf. Also auch nicht durch das Öl und auch nicht das, was vorher schon drin war. Ja, es riecht auch nicht, bei weitem nicht scharf. Also nicht so wie das hier, das riecht scharf. Da riechst du richtig das Chili und das Öl und alles auch von der Farbe her. Packer dann vielleicht einfach nicht richtig gelesen hat. Scharf. Scharf ist Miso. Wahrscheinlich das, was du riechst, ist Miso. Ich hab's mir gut. Doch sehr gut, muss ich sagen. Also besser als das Curry. Mein Fertig-Curry? Ja. Oder sogar das besser als das, was ich euch gekocht habe, Curry. Ganz weiß. Meine Beziehung ist auf das, was wir letztes Jahr. Also, wenn ich dann wählen muss, dann sage ich, dann nehme ich das hier und schneide mir noch ein paar Brocken Fleisch rein. Weil das hat echt ein sehr. Das ist schon scharf. Ja. Also, es hat eine andere Schärfe als das hier. Genau, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja, es ist nicht mild, aber es ist auch nicht umbringend. Wahnsinnig. Ich muss ja, es ist auch nicht so scharf wie das hier. Andere Schärfe, ja. Aber so. Also die ist angenehmer für mich als die hier. Ja, die ist ein bisschen bissiger. Genau. Die ist wärmer. Also. Probieren wir mal hier so ein Trockentofu-Würfel. Schmeckt wie Tofu. Dann wird es wohl Tofu sein. Ja. Ein anderes, was auch scharf ist, aber nicht japanisch, von dieser Marke hier gibt es Tom Yum Kun Nudeln. Also so thailändische, mit dieser thailändischen Chili-Dingens. Da steht der Taka total drauf. Und ansonsten so das Standard-Cup-Nudel-Ding ist eigentlich das, was ich am meisten esse. Aber wenn ich sage am meisten, ich esse das auch einmal im halben Jahr oder sowas. Wenn wirklich nichts anderes im Haus ist und ich so richtig Hunger habe, dann nehme ich mir auch mal so eine Cup-Nudel-Dingens. Aber ansonsten gibt es einfach so viel Besseres. Habt ihr die auf Vorrat zu Hause, so für den Notfall? Ja, genau. So für den Notfall. Der Taka isst sie öfter als ich. Aber ja, so für den Notfall haben wir, keine Ahnung, 3 unterschiedliche Cup-Nudeln zu Hause. Mhm. Aber auch Curry. Also wir essen eigentlich mehr Fertig-Curry als Fertig-Nudeln. Mhm. Tofu. Schmeckt wie Tofu. Mhm. Papa mag kein Tofu. Mhm. Das noch nie kein, du hast noch nie Tofu gegessen, wahrscheinlich. Doch einmal. In Japan. In Japan. Japanischer Tofu ist super lecker. Ich habe noch was für dich. Das darfst du jetzt auch noch probieren. Tada! Und ich? Weißt du, was das ist? Ume? Ja, genau. Also wir haben Ume-Broschi mitgenommen und ich habe total vergessen, dass wir die haben jetzt hier. Und deswegen dachte ich mir, kannst du es einfach mal dazu essen, auch wenn es absolut nicht zusammenpasst. Also kein Mensch würde Ume mit Fertignudeln essen. Ume-Broschi isst man normalerweise mit Reis, aber wir haben jetzt gerade keinen Reis. Ich muss aber auch sagen, ich mag nicht alle Arten Umeboshi. Die da hier, die sind mit Shiso eingelegt. Shiso ist so ein Blatt oder so eine Pflanze. Und die hier sind relativ sauer. Mm. Du darfst gerne mal abbeißen. Du machst dir das Ume mit. Das hier ist eingelegt. Mit Flüssigkeit. Ume? Ja, das auch. Nein, der Grund, warum ich die hier mag, die sind nämlich eingelegt mit Honig. Ja. Das heißt, die sind zwar sauer, aber die sind auch süßlich. Und dann schmeckt das viel besser. Nicht da ist ein Kern drin. Nicht da rein, was will ich auch essen, nicht da ist schlecht. Ja. Kommt einem nach, dann ist es sauer. Gar nicht mal so vorne weg, sondern erst so. Ja, es ist sauer, gell? Mhm. Ich weiß nicht, was es bei uns Ähnliches gibt. Ich glaube gar nichts. Also Umeboshi ist wirklich sowas da. Da muss man sich langsam und öfter dran gewöhnen. Also ich habe noch kaum Menschen getroffen, die zum ersten Mal Umeboshi probieren und von Anfang an sagen, oh ja, das ist super gut. Genau. Sondern das ist sowas, da gewöhnt man sich, wenn man das probiert und wenn man es nochmal probiert, gewöhnt man sich da langsam. Thank you.
zwar auch säuerlich, aber eben anders. So pur isst man das auch normalerweise nicht. Mhm. Wenn du das mit Reis isst, dann hat es halt mehr so eine... Ich könnte mir vorstellen, wenn man das in ein bestimmtes Essen tut, wo man vielleicht auch Essig reintut oder ähnliches zum Würzen oder vielleicht auch nicht, dass allein die Geschmacksrichtung... Ja, wahrscheinlich Essig brauchst du halt nicht, weil das hat der schon so. Ja. Und was die Japaner manchmal machen, ist, man kann das zum Beispiel auch zu einer Nudelsoße machen. Ja. Also du schneidest das klein und dann hast du da so ein bisschen so die Manche dazu. Ich habe das früher auch öfters mal gemacht. Mit Hühnchen und dann so mit Shiso-Blättern und Nori. Ich kann mich nicht so ganz genau erinnern. Aber also das passt auch sehr gut eigentlich zu Nudeln oder Pasta oder Udon auch dazu. Aber ja, am besten mit Reis. Hi, ということで、この動画はここで終わりにします。私たちは、辛いラーメン、そうでもない、そこまで辛くないラーメンを食べてみて、あとは非常に酸っぱい梅干しも食べてみました。楽しかったなら、いいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバイ。バイバイ。